Ah, liebe Shisha-Freunde, nachdem ihr nach einigen Wochen oder innerhalb der letzten Wochen immer mal wieder eine Pfeife gesehen habt, die ich noch nicht vorgestellt habe, werde ich sie heute endlich vorstellen, und zwar die CRT-Eco. Aber Freunde, bevor wir losgehen in die Detailaufnahme, sorry, die Detailaufnahme ist ein bisschen verpeilt und Hashtag hübscher Boden, habe ich eine Aufgabe für euch. Und zwar werde ich am Ende des Videos den Preis nennen, aber ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, schreibt mir noch mal in den Kommentarfeld, was schätzt ihr, was diese Pfeife kostet? Freunde, einfach mal schätzen, schreibt es einfach mal in die Kommentare, und am Ende des Videos werdet ihr ja die Auflösung erfahren. Also noch nicht zum Ende spulen, sondern erst in die Kommentare schreiben, was schätzt ihr, was diese Pfeife kostet. Könnt ihr einfach nebenbei beim Video schauen, könnt ihr unten reinschreiben. Würde mich mal interessieren, was ihr so schätzt. Am Ende des Videos werde ich es euch erzählen. Also Freunde, gehen wir erstmal in die Detailaufnahme. Da sind wir auch schon in der Detailaufnahme, Freunde. Wir schauen uns jetzt alles mal so ein bisschen an, was ich vorab sagen muss. Die Pfeife ist in Benutzung seit ungefähr 1,5 Monaten und ich rauche fast am Tag einen Kopf mit der Pfeife. Sollte jetzt hier irgendwo Dreck sein oder irgendwo ein Kratzer oder irgendwo ein Fingerabdruck oder hier das Kondenswasser, ne, wohl, Freunde. Wie die Pfeife neu aussieht, kann man sich dann denken. So, also sieht jetzt nicht runtergekommen aus, so, aber sie sieht benutzt aus, so. Wenn man sich in einen Neuwagen setzt und eine Stunde mit dem fährt, dann ist der auch gebraucht, Freunde. Dann ist das auch kein Neuwagen mehr, sondern der ist dann auch benutzt, ne? Also möchte ich jetzt hier keine Meckerei haben wegen dreckiger Pfeife oder so, sondern weil sie ist in Benutzung, Freunde. Sonst kann ich euch ja hier das schwer sagen, weil ich benutze Pfeifen jetzt lieber vorher, bevor ich sie einfach so vorstelle, einfach so sage, bam, ist geil, anstatt sie vorher zu benutzen. So kann ich mir über länger Zeit eine Meinung bilden. Zweite Sache ist, Daumen hoch für diesen geilen Boden. So, weil ich muss das irgendwie auf dem Fußboden machen, weil irgendwie anders passt es auf meinen Tisch nicht auf, ist alles zu groß. Und die Kamera würde zu nah stehen und pipapo. Wir haben einmal den Teller von der CRT Eco, den zeige ich euch mal kurz so. Der blendet wie Sau, weil ich Chromoptik habe und ja, ist halt ein normaler flacher Teller so. Also nichts Besonderes sehen wir hier, so einen kleinen flachen. Muss ich sagen, bin ich nicht so ein Fan von. Meiner bewegt sich auch so leicht, weil meiner ein bisschen verbogen ist, ist aber nicht schlimm. So finde ich es nicht ganz so schlimm, dass er so flach ist, weil flache Teller, ich habe es schon gehabt, ich bin über die Balkonstufe gegangen, bin hängen geblieben am Kabel, was da so hing, und dann wackele ich natürlich mit der Pfeife so ein Stückchen hoch und die ganze Arsch liegt auf dem Boden. Ja, passiert, sage ich mal, aber das ist das, was ich so hasse an diesen flachen Tellern. Deswegen hasse ich die flachen Teller wie Sau, aber die sind eigentlich geil, nutzen doof. So, als nächstes haben wir dann diese Anschlüsse hier. Die kann man einfach so ineinander und dann so zusammen. So mit einem Schliff versehen. Die steckt man einfach einmal hier so durch und einmal hier so. Und dann muss man nur noch gerade halten und dann hat man das Ganze so. Und das Ganze sitzt bombenfest. Also kein Wackeln, kein gar nichts. Hier unten, das kommt dann auf die Rauchsäule. Die haben wir nämlich hier. Die hat hier oben einen Schliff, einen 18/8er Schliff. Aus dem Kerzenhalter, eine Kerze kann man da bestimmt auch reinhalten. Ach so, ja, würde sogar als Kerzenhalter dienen. Nee, Kerze oben rein, das war jetzt ein Witz natürlich, Molarfänger oben rein oder das einfach, beziehungsweise Rauchsäule, Molarfänger und dann so und dann so oder Rauchsäule und dann gleich so. Weil ich habe keinen Molarfänger, ich finde Molarfänger okay, bei Klebos sage ich gut, okay, aber so finde ich einen Molarfänger Schwachsinn. Das ist meine persönliche Meinung. Klar, bei Clear Bowls, aber bei anderen Bowls, man kann die Pfeife auch sauber machen, Freunde. So, also hat einen Schliff, ne? Kann man ganz einfach außen abmachen. Finde ich ganz cool so. Also ganz nett, wenn man jetzt mal einfach das wechseln möchte oder sauber machen möchte. So, dafür ist es auch ganz nett, wenn man jetzt über ein, zwei Tage das gleiche Wasser nimmt. Finde ich ganz nett so. Aber so an sich, ich habe keinen Molarfänger. Als nächstes haben wir die Base. Ist auch in dieser Chromoptik. Vier Schliffanschlüsse. Also 1, 2, 3, 4, die sehen so aus, die sind mega leicht. Was ist eigentlich für ein Material? Ich glaube Alu oder so, oder elixiertes Alu drin, das ist wie gesagt dreckig ein bisschen. Passiert, Freunde, es ist Kalk, es ist ein bisschen, ne, aber sowas passiert einfach, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Hey, dieser Autofokus, der fokussiert das Loch da in der Mitte. Warum? Wie gesagt, kalkiges Wasser und in Benutzung, und warum sollte ich die, also klar, ich könnte es fürs Video sauber machen, so, ne, könnte ich machen, habe ich auch. Aber so ein Schmutz, und da eh das scheißegal ist eigentlich, weil, ne, ja. Also, die kommen ganz einfach hier rein. Ein kleiner Nachteil, den ich sagen muss, die wackeln manchmal. Also die können manchmal so ein bisschen rauskommen. Dann hängt der halt ein bisschen so drin, wie wir sehen. Und dann schiebt man den einfach wieder so rein mit dem Schlauch. Ist manchmal was auffällt, es fällt halt auf, wenn du so ein
hörst, also so ein Nebenluftgeräusch. Oder als wenn du halt weniger Rauch hast, auf einmal, dann fällt es halt auf, dass es ein bisschen raushängt. Habe ich jetzt schon. Es kommt ja gar nicht mehr raus. Das fällt halt so ein bisschen auf. Ist jetzt aber nicht schlimm. Ansonsten haben wir hier Plastikperlen drin, also Plastikkugeln. Normal, Standard. Finde ich ausreichend. Finde ich absolut ausreichend. Als nächstes haben wir Tauchrohr. Normal silbernes Tauchrohr. Also wirklich mehr Standard geht ja gar nicht. Ich glaube, nicht alle, also alle Tauchrohre von meinen ganzen Pfeifen sehen alle gleich aus. Das ist ja Wahnsinn. Unten mit dem Diffuser. Den Diffuser, den muss ich euch jetzt mal ein Stückchen näher zeigen, weil den finde ich gar nicht so scheiße, dass er so eine Seitenspitze hat. Ich weiß, es gibt auch eine andere Pfeife, die jetzt sowas hat, aber meiner Meinung nach gab es die Pfeife noch nicht, wo es die rauskam, also wo es das hier gab, weil das sieht extrem geil aus mit diesen Schlitzen da. Und das ist mal was anderes, anstatt irgendwelche Punkte oder irgendwelche, weiß ich was. Und dann hat man das so hier unten. Extrem geil, werden wir auch merken beim Rauchen. Ich werde jetzt bewusst keine Durchmessermaße sagen, weil meiner Meinung nach ist das alles ein Empfinden. Natürlich kann man sagen, hier, da, es kommt alles immer drauf an, was gegeben ist. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ich zeige euch gleich mal, wie es ungefähr meine. Schraub das mal hier schnell ran. Warum will denn das jetzt hier nicht ran? Jetzt. Wenn du so einen Schlauchanschluss hast, übertrieben gesagt, wenn du so einen Schlauchanschluss hast, aber der Kopfbau für den größten Scheiß der Welt ist, bringt ja auch nichts so ein Schlauchanschluss, weil da kommt ja kein Durchzug wirklich, weil der Silikonschlauch ist eh nur so. Also es ist alles so ein bisschen klar, was begrenzt ist, aber ich will nicht große Durchmessermaße mehr sagen, weil im Endeffekt ist das alles ein Empfinden. Klar kann ich euch sagen, wie ich den Durchzug finde, wie ich ihn vergleiche mit anderen Pfeifen so. Aber es kommt auch so viele Faktoren an. Auf den Diffuser kommt es auch darauf an, ob der genug Löcher hat. Und auf den Kopfbau. Es kommt. Also es ist auf so vieles, Freunde, da. Deswegen bin ich der Meinung, ich sag's euch lieber, anstatt euch irgendwelche Maße von irgendwelchen kleinen Schlauchanschlusslöchern, Dingern hier zu geben, muss ich ja jedes Quadratmillimeter von dieser Pfeife ausmessen. Höhe ohne Kopf sind ca. 70 cm, Länge Säule 30,5 und ich glaube, die Bowl, die ist auch ungefähr so groß. So hoch, also Lieferumfang 1 CRT-Glas mit Klickgewinde, eine Raussäule-Base, Raussäule Kopfadapter, Taucher mit Diffuser, 4 Schlauchanschlüsse, Plug-in, ein Teller mit Plug-in-Adapter, 18,8 Schliff, ein Silikonschlauch mit Mundstück, Bajonett-Klickverschluss, Diffuser, Schliffanschluss für Molarfänger sind die Besonderheiten, die drei. Wir werden jetzt mal noch schnell das hier zeigen. Ich möchte jetzt hier keine Zeit mehr verlieren. Zwar klassische Bowl, Freunde, also ganz klassisch, nimmt Liter wie Sau. Also mein Wasserzähler freut sich. Und Bajonett. Klickverschluss ist eine Viertelumdrehung. Eine Viertelumdrehung. Wirklich nur, ich zeig's euch. Es macht sich extrem schwer, wenn der oben die beste Kameraposition ausgedacht. Also einfach nur zu. Auf. So sieht man es, glaube ich, am besten. Wir konzentrieren uns mal auf den hier. Also es ist ja gerade mal eine Viertelumdrehung, Freunde. Na, also das ist wirklich sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr geil. Freunde, wir gehen jetzt mal gleich rein ins Rauchen, weil sonst verlieren wir hier zu viel Zeit. Also Freunde, gehen wir mal rein ins Rauchen. So, Freunde, raus aus der Detailaufnahme. Sind wir jetzt hier beim Rauchen mit der Pfeife. Übrigens rauche ich gerade Nameless Dark City Lights. Den stelle ich am Sonntag vor. Deswegen werde ich noch nichts zum Tabak sagen. Ja, hier steht sie nun, Freunde. Ja, was gibt es noch zur Pfeife so groß zu sagen? Und zwar haben wir hier den 18,8er Schliff. Das ist jetzt von der Shisha und Schlauchadapter, der passt. Also ein Schlauchanschluss, der passt ganz easy einfach hier rein, obwohl das Metall ist und das, zum Beispiel, ja, das müsste Edelstahl sein, das müsste Aluminium sein, also ich gehe mal stark von aus. Ich habe nirgendwo Daten dazu gefunden, aber da sie sehr leicht ist, wird es Edelstahl sein. Was wollte ich noch erzählen? Der Diffuser, klar, kann man abschrauben, kann man aber auch dran lassen. Ich rauche immer mit Diffuser, ich habe den noch nicht einmal ohne Diffuser geraucht, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie laut die dann ist. Ich denke mal höllisch laut. Probieren wir doch einfach mal aus. So, der Diffusor ist abgeschraubt. Schauen wir einfach mal, wie sie sich ohne anhört. Okay, ganz normal wie eine Pfeife. Muss mal die eine Kohle weiter dran packen. Ganz normal wie eine Pfeife halt, ohne Diffusor, wie sie sich anhört. So, ganz einfach, ganz easy. Ich muss aber sagen, Freunde, ich rauche lieber mit Diffuser, ich bin es irgendwie gewohnt.
Ist zwar ein bisschen stärker vom Durchzug, weil man ein bisschen mehr Wasser drin hat, aber es ist irgendwie angenehmer vom Sound. Nur nochmal als Erklärung, wer nicht weiß, was ein Diffusor ist. Ein Diffusor ist ein übersetzter Zerstäuber oder Zermörser. Der macht halt aus diesem großen Loch, was unten ist, macht er halt ein kleines. Hier sind Schlitzer, normalerweise sind es kleine Löcher, aber der macht den Rauch einfach leiser, beziehungsweise das Blubbern, damit man nebenbei einen Film hören kann, oder einen Film gucken kann, Musik hören kann, so wollte ich sagen. Das ist die Aufgabe eines Diffusors. Ansonsten, die Schliffe laufen hier, wie gesagt, ganz gut. Wie gesagt, manchmal hängt das halt hier so ein bisschen raus, dann hört sich das halt so an. Das hört man dann aber, das merkt man aber am Rauch, dann macht man das wieder ein bisschen rein. Und das Ganze hört sich wieder super an. Oben der Molarfängeranschluss, der klemmt manchmal, muss ich sagen. Oben der Schliff, der klemmt manchmal. Manchmal kriege ich ihn gar nicht ab. Der verkeilt ja sich einfach so krass. Ist ein kleiner Nachteil. Da ich aber keinen Molarfänger benutze, hängt das bei mir halt immer drin. Und deswegen nehme ich es auch nicht raus. Also man kann es auch dran lassen. Man kann den Teller ja easy abschrauben. Also man habt ja gesehen, sind oben zwei Sachen, die man abschrauben kann. Also auch kein Problem. Von der Verarbeitung auch top. Ich habe hier keine Mängel groß gesehen, außer am Diffuser sieht man, der ist ja nicht ganz so sauber so ausgefräst oder ausgeschnitten. Das ist meiner Meinung nach, ist das kein Problem. Also das ist für mich kein Problem. Dafür sehe ich halt den Preis so. Ne? Das ist meiner Meinung nach kein Problem. Ich finde sie vom Design her sehr schön. Sie nimmt halt sehr viel Wasser, das muss man dazu erwähnen. Man muss sehr viel Wasser da reinmachen. Man kriegt sie nicht leicht unter eine Spüle, man muss sie unter einer Badewanne anmachen. Das ist so, weil ich sage, ja, okay, nimmt viel Wasser, aber ist okay. So ist es nun mal halt. Ansonsten vom Rauchverhalten, vom Durchzug top. Also ich finde sie vom Durchzug top. Sie ist eine Pfeife, mit der ich eigentlich nur noch rauche. Ich rauche fast mit keiner anderen mehr. Die iNitio oder die 630. Sonst rauche ich mit keiner anderen Pfeife mehr. Weil die halt schön aussieht, die hat einen super Durchzug. Mir gefällt der Durchzug einfach. Es ist, sagen wir mal, ein Durchzug, man muss schon ziehen, aber man ist noch relativ leicht. Also, die Pfeife kommt auch sofort. Die fängt sofort an zu blubbern, sage ich mal. Man muss jetzt nicht ziehen wie ein Oschi, damit sie erstmal anfängt zu blubbern, weil man hat ein bisschen mehr Wasser drin. Desto mehr Wasserstand, beziehungsweise desto weniger Raum oben irgendwie ist, deswegen schneller zieht sie. So hat man mir es mal erklärt. Und so merkt man es hier eigentlich auch. Ansonsten, was gibt es jetzt noch groß zu sagen? Klickverschluss hat sie, finde ich, wie gesagt, sehr, sehr geil. Geht sehr, sehr einfach zu öffnen. Ist bei der Preiskategorie auch eigentlich nicht üblich bei so einer großen Pfeife, denn, sage ich mal, weil wir kommen jetzt auf den Preis. Also die letzten Tipps bitte jetzt abgeben, Freunde. Okay, Zeit ist rüber. Der Preis liegt bei 80 bis 90 Euro. Und den Preis finde ich geil. Den Preis finde ich wirklich top. Also für 80 bis 90 Euro Schliffe am Schlauchanschluss. Ist mittlerweile Standard, aber top. Molarfängeranschluss ist bei der Preiskategorie eigentlich nicht immer. Freunde, muss man sagen, der ist nicht immer. Normalerweise ist er zum Draufschrauben. Hier ist er mit Schliff, 18/8 Schliff. Normaler Schliffanschluss, es gibt auch noch 25/4 oder weiß ich, wie die heißen. Aber 18/8 Schliff sind eigentlich die meisten Molarfänger oder die meisten Vorkühler mit Schliff versehen. Ansonsten Diffuser ist halt dazu, das ist mittlerweile Standard, kann man auch sonst für 2 Euro zurüsten. Also ein Gummidiffuser. Ich finde die für den Preis wirklich top. Gute Verarbeitung, nicht hochwertige Verarbeitung, sondern gute Verarbeitung, weil manchmal sieht man noch so ein paar Sachen, die für mich aber nicht störend sind. Ich kann darüber wegschauen, weil den Diffuser gucke ich jetzt nicht die ganze Zeit an. Man sieht so, dass er nicht sauber ausgefräst ist, aber es ist nun mal so, es ist nicht schlimm so. Dass mein Teller nun aussieht, so leicht wie ein Cowboy-Hut, so leicht gebogen, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Freunde, finde ich absolut nicht schlimm. Also für den Preis finde ich sie wirklich top und es ist eine günstige Pfeife, die CRT Eco. Es gibt die noch als Edelstahl. Vielleicht komme ich noch an die Pfeife ran, die würde ich nämlich sehr, sehr gerne testen, wie die aus Edelstahl ist, Freunde. Die kostet ein bisschen mehr, fast das Doppelte. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schickt links in der Beschreibung, wo ihr die holen könnt. Irgendwo im Internet. Oder in Shops. Ne? Ich kenne ein, zwei Shops, aber ich möchte jetzt keine Namen nennen, Freunde. Gibt es auf jeden Fall Shops, die die führen. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Freunde. Ich wünsche guten Rauch.